das ist der erste Level. Haha. Wir gehen zum Königritter. Da-da-da. Mit der Schaufel in der Hand geht's los. Ich hab ein Haar vor der Linse. Die Musik ist so göttlich. Jetzt probiere ich das mal aus hier. Mal gucken, ob was andeist. Jawohl, wir haben was. Nee, doch nicht. Das Loch vielleicht besser. Ich will doch eine Schätze, mehr will ich doch gerne. Okay, das ist verdammt tief. Nee, ist auch nichts. Mist. Ob die Kennzeichen jetzt sind, wo was drin ist und wo nicht. Ah, mitten tut mir einer. My Little Pony oder was? Ah, jetzt habe ich oben auf diesen Krug geguckt. Da-da-da-da-da. Ah, oh, Pierce ist blind übrigens. Oh, das Spiel ist so genial. Macht so viel Fun. Yep. Ah, guck mal. Es gibt da was zu holen, wo das Loch glitzert anscheinend. Cookie, cookie. Habe ich recht oder habe ich recht? Gib es mir. Gib mir den Schatz. Ich muss ihn haben. Und dann gibt's da nichts. Was soll denn das? Habe ich mich getäuscht? Konnte ich so blind sein? Ah! Hallöchen! War das ein Fisch? War wirklich ein Fisch in der Grube? Hat mir auf jeden Fall 350 Gold gebracht. Das war gar nicht mal so schlecht. Oh! Ein Ratikopter! Oh, geil! Hey! War ich zu gierig, ich wollte das noch haben. Na, Ratikopter? Wisch ich nicht. Meine Schaufel geht nicht so hoch. Nein! Ja, machst du denn. Okay, das geht nicht nur mit oben und X, sondern auch mit oben und B. Weil es mit Controller zeigt. Kann ich mich da ducken? Ja. Ich will erst das ganze Bling-Bling, wie ich mit dem anlege. Naja, zaubern, ja. Drei Hits braucht ihr mit der Schaufel. Das ist immer so ganz sachte markiert, diese Wände, die man einreißen kann. Checkpoint! Ist das ein Fake? Tatsächlich. Nom 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 nom. Das sah aber so echt aus. Weiß auch nicht. Jetzt echt. Hallöchen. Was? Der wehrt meinen Sprung ab. Bei der Macht meiner Schaufel werde ich die vernichten. Mit dem braucht man eine richtige Taktik. Aber ich muss eine Sekunde Zeit, dass ich reagiere auf den. Haha! Der gibt gut Geld. Haha, ausgefixt. Brauche ich, um hier hochzukommen? Wunderbar. Ah, das Spiel ist so geil. Das ist quasi Mega Man, nur besser. Ah! Dinger fallen runter. Das wusste ich nicht. Ja, der erste Level lernt euch alles, was ihr wissen müsst, und dann seid ihr vorher alleingestellt. Ah, shit. Das war instant tot. Autsch. Ja, 900 Gold verschissen. Ja, das hole ich mir wieder. Meins. Meins. Bei der Macht der Schaufel. Das war knapp. Kann ich da rauf? Ah, ich kann das benutzen. Cool. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Ich will mehr Chat. Ja, genau. Sonst geht's echt gut. Was ist das da drüben überhaupt? Da ist ein Hinstell. Muss ich da was drücken oder was? Da passiert nichts. Das hätte nichts. Was soll das überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Was ist der Sinn der Fun, bitte? Ah! Eine geheime Tür. What? Are you crazy? Komm her. What the fuck? Das ist doch der Kerl vom Laden vorhin. Egal ob im Dorf oder draußen auf dem Feld, ich habe alle die Deals. Du wirst nicht glauben, was ich alles habe.
Wehrwand, eine Fackel. Nee, danke. Warum versteckt sich der in der Truhe? Gibt schon seltsame Viecher in diesem Spiel. Muss man aber ziemlich genau stehen, ist mir aufgefallen. Ja. Pixelarbeit. Ach nee, ich muss das nur halten. Das sagt einem aber auch keiner, ne? Dass man das halten muss und so. Aber cool zu wissen, Geheimraum gefunden. Dieses Spiel ist awesome. Kann ich da links und rechts weiter? Sieht das aus? Bis jetzt ist es noch ziemlich einfach, muss ich sagen. Ah, Moment! Und als ich es sagte, da blickte ich den Schaft einer Bombe. Nur hat eine Bombe keinen Schaft, aber. Grr, wo geht's jetzt weiter? Oben oder hier? Hier, aber hier ist ein Checkpoint. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Ich will auch nur das ganze gute Zeug. Das wird ein Fake. Ah, bin ich blöd, ich hätte Blöcke gebraucht. Aber ist mir jetzt verbaut oder kommen die wieder? Der gespawnt wieder. Nein, ich hab's verbaut. Shit. Ja, natürlich jetzt ärgerlich. Points. Der hat wahrscheinlich jetzt das Secret schlecht hingegeben, ne? Oh mein Gott, ein Riesengreif. Du bist wieder 100 Mega Man in Woodman Stage. Du schießt auch so. Das ist meine Schaufel! Ja, yeah, Chicken Wings! Bisschen pervers, aber hey. Adler getöteten Chicken Wings, das Game ist auch nicht schlecht. Yay! Warum habe ich jetzt das Schwert nicht genommen? Was ist das für eine Hexerei? Na komm, komm. Komm, Ratikopter, komm! Komm, ja, komm, fein! Ratten sind jetzt nicht wirklich so gute Burgwachen, ne? Darf ich jetzt schon so sagen, sie ganz laut und so. Gibt's wieder beste Essen. Apfel, ja. Ich mag rote Äpfel sind super. Viel, viel besser als die grünen. So, wo komme ich denn jetzt hin? Wo komme ich hin? Ah. Yep. Hm, das ist fies. Aber machbar. Haha! Und dieses Ding habe ich auch noch bekommen, jawoll! Das Kessel ist ziemlich einfach, muss ich sagen. Wow. Ach, der Boden, das sind Speckblöcke. Dann sagt mir das keiner. Kämpfen wir eine Etage tiefer, wie Männer! Wie Schaufelmänner! Der Schaufeligkeit! One Secret. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bist du eine Tür oder bist du ein Buch? Du bist ein Buch. Ach, du bist ein Bouncy-Ding. Nice. Jetzt muss ich das hier anwenden, oder was? Will ich aber nicht. Ich will erst mal angeln. Angeln ist toll. Ist auch ein geiles Feature, dass du sagst, die Gruben sind für was Nütze, ne? Warte, isst mich nicht, König. Ja, Ritter. Der Chopper King commands me to share this bounty with you. All hail the Chopper King. Der König von Fisch und Frucht. Echo of Boldness become visible for 10 seconds. Okay, dann kann ich unsichtbar werden für kurze Zeit. Ich habe einen Fisch verschont und dafür was bekommen. Also Leute, esst weniger Fisch. Das ist ein Befehl des Schaufelhütes. Ein Ratikopter. Hopp. Au, 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 da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel! Und da bin ich tot. Das ist eine blöde Idee, das zu speedrunnen. Ne, das war falsch. Immer wenn ich wieder auf diesem Buch lande mit meiner Schaufel, wird das Spell erneuert, aber... Was bedeutet das Ding hält länger?
Bouncy, Bounce, Bouncy, Bounce, Bouncy, Bounce. Ah, mein ganzes Gold wieder, jawoll. Das ist ja fies. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nur Augen für die Edelsteine. Ich bin der goldgeilste Hütte ever. Boah, was versteckt da hinten? Wo ist dein Meister? Wo ist der König? Wo ist der Ritter? König Ritter. Ritterkönig. Also, ah, fuck. So, aber ich will zum Ausweichen. Gib mir was zu essen. Danke. Die Stages sind aber richtig lang, muss ich sagen. Letzter Checkpoint vom Boss. Da ist er auch schon. Hoho. Shovel Justice. Silence! Ja, ist so Mr. Fashion, kann das sein? Was war denn das jetzt? Ist auch so ein mächtiger König. Ist auf jeden Fall nicht der echte König. Der echte König saß im Wirtshaus und hat geweint. Das war der auf dem Barstuhl. Ich zieh ihm aber ganz gut ab eigentlich. Was? Trompeten? Why? Fanfare. Ich denke mal, die Dinger machen Schaden, wenn sie mich erwischen, ne? Weil der macht eine Schaufel, werde ich dich bestrafen. Jetzt geh ich down, jetzt geh ich down, komm her! Ja, voll in the face! Spür meine Schaufel! Okay, der war einfach. Aber cool. Der Thron sieht cool aus. Und wieder schlafen wir draußen. Warum schlafen wir nicht im Schloss? Oh, so müde von dem ganzen Kämpfen. So müde. Was, wir wachen einfach so auf? Darf ich diesmal gar keine fangen, oder was? Warum ist unter meinem Lagerfeuer so viele Schätze? Warum ist es da Gold und so versteckt? Was? Wir gehen aber nochmal in den Level. Dig in! Yeah! Tada! Weil ich will den anderen Weg gehen. Wir wissen, was der ist. Da gibt es bestimmt noch Schätze und so. Was ich auch wissen will, ist, ob man den Boss hier nochmal machen kann oder nicht. Ja, der Boss war schon ziemlich cool irgendwie. Einfach, aber cool. Das ist ein Clip. Aua. Vergesst immer, dass die Dinger so schnell sind. Schnell und hinterhältig. Aber das Team von diesem Schloss bin ich so ganz geheuer. Ratikopters und die ganzen anderen Viecher. Naja, nee. Sind nicht so wirklich die klassischen Bubenwachen, die man erwarten würde, ne? Käfer. Magier lassen die eingehen und die Ritter, aber die anderen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, erstmal eine Schaufel, bevor es weitergeht. Ah, das ist wieder da, cool. Kannst du voll farmen, wenn es ist. Ist der Fake? Nur wenn sie den roten Schweif am Helm haben, sind sie weg. Tja, der zum Beispiel ist echt. Bin gespannt, ob es später noch eine Möglichkeit gibt, Sachen abzugraden, wie Waffen und Rüstungen und so. Denkst du nicht, dass wir was anderes bekommen als eine Schaufel, weil es heißt Shovel Knight, aber. Der Schaufelritter! Ich finde das eine ziemlich geile Idee irgendwie. Das ist halt so untypisch. Typ in der Ritterrüstung ist klar, mit einer Schaufelbewaffe ist es neu. Einfach toll. Mit dem Chip-Tune-Musik im Hintergrund. Wir brauchen keine 3D-Grafik, wir brauchen dann mehr 8-Bit-Spiele mit Chip-Tune-Musik. Und gute Ideen, mehr brauchen wir nicht.
Das macht so viel Derby-Fun. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das können Worte gar nicht beschreiben, wie viel Fun das macht. 14,99 auf Steam. Kauft es euch endlich, ja? Pausiert dieses Video, geht auf Steam, kauft euch dieses Spiel, um die Leute zu unterstützen, und dann, während es downloadet, kommt zurück und guckt dieses Video fertig. Und dann dürft ihr selber spielen, ihr habt meine Erlaubnis. Ja. Ja, dieses Mal mache ich die Dinger nicht kaputt. Was ist hier oben? Na ja. Kann ich das zurückschleudern? Ja, ich kann das abwehren mit der Schaufel, cool! Ja, was willst du überhaupt? Ganz gar nichts. Eine mächtige Schaufelritte. Nein! Moment, Moment, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Das will ich schon haben, ja. Ah, das ist noch eine Truhe. Jawohl. Knack ich noch die 10.000 Gold oder knack ich noch die 10.000 Gold? Da komme ich auf jeden Fall wieder runter, wenn ich will. Und hier muss ich sowieso runter. Okay, das geht dann hier auf dieselbe Bahn quasi. Aber das lohnt sich voll, hier diesen Seitengang zu gehen. Da ist schon wieder den ganzen Gold und so. Tja, jetzt muss ich den Level noch fertig machen. Platikopters, bitte aus dem Weg gehen. Ich finde diesen Pogo-Sprung so geil aus DuckTales. Aha, die sind sogar so platziert, dass du einfach durchspringen kannst. Kann ich da weiter? Geil, wo bin ich denn jetzt? Alter, es gibt so geile Secrets in dem Spiel. Ich liebe es. Liebe es einfach. Ups. Au, zu früh. Viel zu früh. Bin ich viel zu früh gesprungen. Das ist cool. Finde ich es aber auch noch nicht so dermaßen schwer, wenn ich ehrlich bin. Gut, die erste Welt zum Einspielen, ja. Ich finde das Checkpoint-System ziemlich geil. So ein Hauch von Dark Souls, wo du deine Seelen wieder zurückbekommen kannst, aber hier ist es halt Gold, aber. Ansonsten? Kann ich da weiter? Kann ich da auch? Nee. Hey, wie komme ich da jetzt wieder raus? Hier wahrscheinlich. Ups. Ja, dann muss ich wieder zurück. Rattis! Rattikoptes! Rattikoptes sind awesome. Also wenn ihr mal eine Burg habt, die verteidigen wollt, macht Rattikoptes. Alles andere ist nur... weiß ich nicht, voller Zauber. Das ist so geil. Ich hatte schon länger auf dem Radar, aber da war es noch nicht released. Ich habe darauf gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Derzeit im 26. endlich ist es da. Ich liebe solche Spiele. Ich liebe es einfach. So, ja, die Sache mit dem Buch. Das machen wir natürlich auch noch. Ja, da, da. Boinks und Boinks. Das ist so ein kleines Traumspiel irgendwie von mir. Ich liebe solche Spiele einfach. Ja, komm runter. Ich bin eh gleich wieder beim Boss. Falls der wieder da ist. Falls der wieder. Wie gesagt, Plunge mit der Schaufel in der Hand. Kommt nochmal ein Greif, oder? Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es die Farbgebung, aber ich finde wieder Himmel in solchen 8-Bit-Spielen total stimmig und cool. Gefällt mir total gut. Tja, da ist er wieder. Mit demselben Text wie vorhin. Ah, Interloper. Wo kommt jetzt der Wind her, bitte? Und zurück! Wenn ich der ganze Bounce hier erwischt, dann wisst ihr mich nicht. Das ist die beste Taktik bei dem Boss. Aber nur ab und gab springen.
Ja, deine Trompeten interessieren mich nicht. Ja, das Konfetti macht Schaden. Jetzt habe ich es gesehen. Der erinnert mich so ein bisschen an Starscream. Das ist selbstgefällig und selbstverliebt. Ich weiß auch nicht. Feet accomplished. I'm alive. Da ist eine Trophy. Feet zum Trophies. Eingebaute Ingame Trophies. Was ist das hier? Aber so eine kleine Stage, wo es Sachen gibt, oder was? Hier ist Random Battles anscheinend. Wow, die Dinger greifen mich hier an. Ich weiß nicht, wie ich euch erwischen soll am besten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber danke trotzdem. Wäre nicht so. Zeug rumliegen. Aber nur so ein kleiner Battleplatz. War's das? Ja, das war's. Liebe Leute, wie es weitergeht, bei Shuffle Knight. Das ist vor allem in der nächsten Folge. Dann gehen wir die Music Sheets ab und kaufen nochmal ein bisschen ein. Und machen mehr Kniebeugen. Genauso machen wir das. Ich bin der Zack und ich sage immer stay tuned. And so long.